Hallihallo, hallöle, willkommen zurück zu einer neuen Folge Passepartout, liebe Leute. Ja, langsam wird es wieder Zeit. Ich habe mir überlegt, wir machen mal so ein Goku von Bloodx HD, weil es wurde ja Ewigkeiten verlangt von ihm. Deswegen dachte ich mal, legen wir mal los und machen mal was für ihn. Dachte, wird halt Zeit, irgendwas zu machen. Also, legen wir los, würde ich behaupten. Mit dem guten Son Goku, den jeder von uns als Kind mit Sicherheit kennt. So, gut. Fangen wir mit dem Kopf mal an, würde ich sagen. Er hat ja ein recht rundliches Gesicht. Der Herr. Ich habe das ein bisschen zu klein gemacht, aber gut, egal. Gucken wir mal, wie das am Endeffekt wird. Jetzt kommen nämlich die blöden Haare von ihm. Die sind ja eigentlich sehr, sehr bekannt für Son Goku, dass sie ein wenig spitz sind. Ein wenig ist es untertrieben, aber ich denke mal, es ist ein Merkmal von Son Goku, dass man direkt weiß, es ist Son Goku. Okay, so. Dann kommt der da rein. Können wir noch ein bisschen mal darüber ziehen. So in etwa. Dann kommt das Haar so dran. Man kennt ihn jetzt schon, so ein Goku, finde ich. Dann kommt noch ein bisschen. Ein bisschen dichter kommen. So in etwa. Und dann wieder Spitz hier rein. Und dann geht's hier über. So, hätten wir das schon mal. Das Öhrchen, das ist ja hier, geht das entlang. So. Und das Ohr geht ungefähr bis hier hin. Okay. Ich glaube, die Löffel sind ein bisschen zu breit geworden. Und ein bisschen kleiner. Ja, so nicht wahr. Gut, da kommt hier ungefähr der Mund hin von Son Goku. Das müssen wir mal belegen. Ich male jetzt nur vor. Das, denke ich mal, wisst ihr ja von mir. Gut, so machen wir hier die Haare hin. So. Ah, da kann noch ein bisschen weiter rein. Das ist blöd, dass ich keinen dünneren Pinsel habe. Das ist echt doof. Aber kann ich nichts dran ändern. Ist leider so. So. Ein bisschen weiter rein. Ja, so in etwa. Und dann kommt ein ganz dicker Fetter. Kommt dann. Der ist ungefähr bis hierhin ungefähr. Ja, ungefähr. Kommt hin. So. Dann kommt ein dicker wieder in die Richtung. Obwohl, ich glaube, der ist ein bisschen. Nee, müssen wir eher so machen. Glaube ich. Müssen wir mal gucken. Jetzt kommt nämlich hier das nächste Haar hin. So. Gucken wir mal, ob wir das hinbekommen, irgendwie den Son Goku zu malen. Ja, ist schon ein bisschen tricky. Der Kerl. Moment mal. So. Dann müssten wir hier ungefähr ran. Bis hierhin ungefähr und dann wieder so. Ja, und das sieht man ja nicht. Ist das wirklich. Er hat wirklich so Haare, ist unglaublich, aber es ist wirklich so. So, dann malen wir den erstmal aus hier. Dann geben wir ihm einen rosa. So, dann ist er auch fast ausgemalt. Was ich mich gerade frage ist, seid ihr überhaupt noch interessiert an Passepartout? Weil immer dasselbe, ist ein bisschen doof. Ich weiß, ich habe auch leider zurzeit keinen Content vernünftigen, aber der kommt demnächst. Escape ist zum Beispiel, kommt ja demnächst raus, das werden wir auf jeden Fall let's playen. Das ist das sicher wie das Arm in der Kirche. So, hier noch ein bisschen, komm.
So, sehr schön. Ja, wie gesagt, das ist auf jeden Fall sicher, dass wir das Capist auch displayen werden. Das ist super sicher. Ich hoffe, ihr seid auch dabei, logischerweise. Man ist hier ein bisschen kleiner, das Ohr, als wir hier dargestellt hatten. Das war einfach zu riesig. Auch für so einen Goku. So, hier noch ein bisschen. So. Jetzt müssen wir schwarz machen. Das ist doof, dass man hier nicht das Ende sieht vom Haar. Das ärgert mich gerade ein bisschen. Weil er geht ja eigentlich hier, geht das dann, und dann geht es so und dann geht es hier hoch. Aber man sieht es leider nicht. Das ist ein bisschen doof. So, jetzt noch die letzten Pinselstriche. Dann hätten wir das auch soweit erledigt. Die Haare zumindest. Ah, hier muss noch ein bisschen. Sehr schön. So, hätten wir das schon mal. Jetzt kommen die Äuglands von ihm. Okay, so mal gucken. Das fängt ja hier ungefähr an. Und geht bis hier, so rum einmal, okay. Schieße ab hier. Einmal rum, die Dumm. Das ist schon so fast zu viel, aber wir müssen hier unten weiter hauen. So. Und natürlich müssen wir auch hier arbeiten. Das wäre dann auch ungefähr bis hier. Ja, ein bisschen größer. So in etwa. Jetzt müssen wir mal gucken, wie wir die Augenbrauen machen. Wir malen die nämlich hier rein. So. Ja, die können ein bisschen weiter rein. Ein bisschen steifer auch. So in etwa. Und die müssen ja dann hier ungefähr enden. Okay. So in etwa. Ja, sehr schön. Das passt super. Okay, das jetzt nicht mehr. Sollte ein bisschen spitzekliger sein eigentlich. Mal gucken, ob ich das irgendwie hinkriege noch. Ah, doch, kommt hin. Dann machen wir jetzt die Augenbrauen hier. So. Sehr schön. Und das müssen wir jetzt weiß malen. So, dann kommen hier die Pupillen hin. Schwarz haben wir auch, gut. Na, kann auch ein bisschen größer. Komm. Bisschen mehr Mut, Trixie. Ja, so. Gut, jetzt müssen wir hier das nochmal machen. Geht ungefähr, ja, bis da hinten hin. So. Und so. Ja, doch. Kommt hin. Machen wir es mal hier schwarz, so wie alles andere. So. Jetzt wird weiß genommen. Weiß sollte bis hier an die Stelle. So. Ja. Das kommt hin soweit. Das auch mal hier in der Farbe. Dann gucken wir mal.
Müssen wir ein bisschen kleiner machen. So, jetzt müssen wir noch die zweite Pupille malen. Die kommt hier ungefähr hin. Oh, ist ein bisschen gerader. Ja, so nett war. So, kommt hier das Stubnäschen hin. Ja. Der dicke, fette Smile. Son Goku hier. Ja, wunderbar. So habe ich mir das vorgestellt. Sehr schön. Jetzt kommt dann nochmal hier so ein Strichchen und hier nochmal so ein Strichchen. Ja, sehr schön. So, jetzt müssen wir mal gucken. Hier müssen wir auf jeden Fall kleine für das Ohr malen. Das kann eigentlich größer. So. Und hier ebenfalls. Einmal. Zweimal. Ja, es kommt ungefähr hin. Ja, so in etwa. Gut, jetzt müssen wir mal gucken, wie wir den Körper machen. Ich würde sagen, wir fangen hier an. Also ein bisschen zu rund geworden, der Kerl, merke ich jetzt erst. Moment mal. Ja, das kommt schon besser hin. So, jetzt müssen wir mal gucken. Jetzt kommt nämlich der Körper dran. So, so. Ungefähr bis hierhin kommt hin, ja. Obwohl, das ist ein bisschen zu... Moment mal. Moment mal. So, nochmal. Das wird hier so nach flacher. So, ja. Und dann geht das rüber. Ja, das kommt hin. Well, wir müssen eher so. Gott. Ich muss irgendwie den Ansatz finden. Ein bisschen weiter. So. Und hier noch ein Stück. Und nochmal so, so. Und dann kommt das so. Und dann kommt dann der Gürtel. Hier dran. So müsste es ungefähr hinhauen. Ich hoffe doch, ey. Mann, 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 Mann. So, und dann hier die Hose so dran. Zack. Kriegt nicht schon wieder nicht komplett drauf. Das darf nicht wahr sein. Warum kriege ich meine Charaktere nie kommt vollständig drauf? Es ist unglaublich. Aber es ist so. Wo kommt der Arm hier hin? Und der andere. Hier ist ja der Ansatz zu Ende. Dann müsste der Arm ungefähr hier sein. Hier müsste der Arm ungefähr sein.
Und ja, das kommt hin, das kommt hin. Der muss hier ein bisschen steiler gehen. Oh Gott, das sieht irgendwie komisch aus. Irgendwas sieht hier merkwürdig aus. Moment mal. Der Winkel stimmt nicht. Ja, der Winkel war's. So, ja, das ist der richtige Ansatz. Wunderbar. Okay, jetzt müssen wir mal gucken. Das geht ja hier entlang. Moment mal, hab ich einen Denkfehler. Das geht da lang. Dann kommt dann hier das berühmte Seil von ihm. Und dann hier lang. Ja. So geht der Seil. Das muss ein bisschen mehr in den Winkel gehen hier. Das ist nicht zu. Na, wie heißt es nochmal? Der falsche Winkel einfach. Ja, so in etwa. Aber wir malen erstmal hier aus. Mal gucken. So, wie machen wir das jetzt? Wie kommt denn der Arm hin? Ungefähr so. Dann müsste hier ungefähr eine Falte entstehen. Da kommt dann die Faust. Und hier kommen wieder Hosenbeine. Okay. Dann werden wir das mit den Armen machen jetzt. Müsste ein bisschen weiter runter. So. Kann noch ein bisschen breiter sogar. Ist ja mit so einem Goku. So in etwa, da kommt ein schierer Ansatz und dann kommt hier der Bizeps hin. Ja, dann kommt hier ungefähr das Handgelenk hin. Ungefähr. Müsste man dann jetzt hier. Das berühmte Armband von ihm müsste hier hin. So. Dann müsste das hier breiter gehen. Ich glaube, das kommt sogar hin. Mal kurz gucken. Ich glaube, das ist sogar ein Tick zu breit. Ich müsste, glaube ich, hier das Ende machen. Oder? Gut, wir können das hier noch weiter rausziehen. Noch. So. Das hin. Ah, Moment mal. Moment mal, der Arm müsste er hier hin. So, da ist er hier. Dann geht der Arm ungefähr bis hier. Und dann gehen wir hier so über. Ja, das passt doch. Das passt doch. Das passt sogar sehr gut, wie ich merke. Das Einzige, was nicht so gut passt, ist das Armband. Das muss. So. Und dann muss das
so gehen. Ja, das kommt so eher hin. Moment mal, das geht ja bis hier. Ne. Das ist korrekt. Das muss eher so gehen. Moment mal. Madre de Nerio. Ja, so. Nein, doch nicht. Ach Mann. Der Winkel stimmt nicht. Das ist blöd. Na komm, das kriege ich auch nicht besser hin. Weil er muss. Es muss besser gehen. Ja, das kommt schon eher hin. So, dann kommt nämlich jetzt der. Die Hand hier dran. So. So. Moment. Okay. Dann kommt hier nochmal. Oh Gott. Das ging ja mal richtig in die Hose hier. Amazon Goku. So, jetzt aber. Boah, ich versuch's. Mehr kann ich nicht machen. Aber der Arm ist irgendwie viel zu lang, hab ich den Eindruck. Der müsste eher hier entlang gehen. Da. So müsste es eher gehen. Ja. Wie ist das? Der untere Bereich komplett falsch. Verdammt. Das ist ja blöd. Da muss mich da lang. Das ist alles nicht so einfach gerade hier. Das machen wir auch noch weg. So. So ungefähr. Und hier muss jetzt die. Ja, hier muss die Hand hin. Hier muss die Hand hin. Definitiv. Kann kommen, was will. So. Würde ich sagen. Machen wir das hier ein bisschen mehr in die Richtung. Dann kann ich mich von dort aus den Armansatz machen. Und dann kommt so das Teil hier dran. Ja, wunderbar, jetzt haben wir es endlich. Oh Gott. Alter, was war denn das für ein Krampf gerade? Hier mal gar nicht. So, wir müssen gucken. Das geht ja bis hier hin. Dann wird das ungefähr bis hier hingehen. Das können wir ruhig noch ein bisschen breiter ziehen, wie ich merke. So in etwa. Das müssen wir wegmachen. Sonst irritiert mich das wieder. So. Und dann kommt. Stückchen tiefer kommt dann der Arm hin. Moment, das hier stimmt noch nicht. Das muss weg. So. So, und jetzt kommt dann hier der Ansatz von der Hand hin. Genau. Jetzt können wir mal gucken, was hier das Problem ist. Das sieht mich auch sehr merkwürdig aus. Ich würde sagen, der Winkel stimmt hier einfach nicht. Müsste er so sein. Und Moment mal, da kommt ja das Handgelenk hin. So.
irgendwie wirkt das hier auf der Seite noch komisch. Das müssen wir, glaube ich, doch ein bisschen dünner machen. Ja, so kommt es hin. Gut, dann kommt dann natürlich hier der Fußansatz hin. Ist ja klar wie Kloßbrühe. Der ist dann hier ungefähr, Moment mal, hier kommt ja die Faust hin. So, da wäre eigentlich hier das Beinansatz. So, da ist ja der Gürtel. Ja, so ist das alles korrekt. Und also jetzt hier der stopp, ein bisschen so, genau. Puh. Da kommt dann jetzt hier der hin. Dann so. Ja, ein bisschen flacher. So in etwa. Nicht so lang. Dann kommt dann jetzt hier die Faust hin. Die Faust. Der zweite Finger meinte ich. So. Und hier noch ein Finger hin. Ein bisschen breiter. Oh Gott. Ist irgendwie. Gefällt mir die Hand. Ah, ist schon besser. So, können wir mal kurz gucken, damit das noch ein bisschen weiter reinholt. Mit der Hand kann man ein bisschen schmaler machen. Ja, die müssen wir komplett schmaler machen. Das ist einfach zu mächtig. Die muss ungefähr bis hier hingehen. Die Hand. Na gut, färben wir erstmal hier alles ein. Das sehe ich am sinnvollsten. So. Tja, das ist die Frage der Fragen jetzt. Diese blöden Bänder, wie sehen die nochmal aus? Müsste eigentlich so ein Ton sein, gell? So, haben wir ein paar Falten mal gemalt hier. Jetzt sind wir wieder noch bei der Hand. Na gut, wir machen erstmal hier alles orange. Das wäre, glaube ich, am sinnvollsten. Ja, das Orange hat Son Goku. Ist nun mal so. So, da hätten wir schon mal alles orange gemalt. Na gut, bis auf da oben. Das machen wir auch noch gerade schnell. Hier den Bereich. Da kommt ja der Gürtel. Das Seil kommt dahin. Das ist nur der Ansatz vom Seil. So. Okay. Jetzt müssen wir mal gucken. Wir müssen das ja hier verbinden mit dem Kerl. So. Wow. Direkt getroffen. Nice. Das nächste bitte. Komm, komm, komm. Ja, sehr schön. Kommt sogar sehr gut hin. So, mal müsste ich jetzt hier das komische Zeichen noch machen. Versuchen wir gleich noch. Jetzt müssen wir erstmal gucken, wie wir das mit dem verknoteten etwas hier machen. So. Muss ja irgendwie Sinn auch ergeben dort. Okay, jetzt dann mal rum. Ah, das muss größer. Das muss hier lang. Das muss dann rum, ist ja klar. Und dann kommt im hier der Gürtel hin. Da kommt der Gürtel hin. Das heißt also, wir müssen hier runter. So, so, so. Ja, dann hätten wir das. Soweit. Gut. Müsste so sein ungefähr. Ach komm, ist egal. Das habe ich schon zu weit gemacht. Ach komm. Ich gebe es auf dort. So, jetzt kommt die Hand noch. Und der Gürtel ist noch ganz wichtig. Okay, jetzt müssen wir mal gucken. Wir machen die Hand eher so. Und dann geht die hier über in die Faust. Das ist Nummer 1.
So, dann Nummer 2 wird dann hier so gehen. Halt, bitte rein. Dann kommt die hier, so. Dann kommt der große noch. Der greift hier in den Gürtel rein. Aber ich bekomme das einfach nicht mit den Pinsel hin hier. Tut mir leid. Ich versuche mein Bestes, aber es funktioniert nicht so, wie ich will. Es funktioniert nicht. Okay. Noch einen Versuch machen wir. Komm. Runter. Dann müssen wir den hier so machen. Dann muss der hier so gehen. So und so. Dann kommt der hier, der kleine. Ups, der kleinere wird eher so sein. Ach, ich glaube, es wird besser. Wir versuchen es, wir färben den jetzt ein. Und schauen mal, was passiert. Wirkt immer noch so riesig, verdammt. Ach nee, nimm mal. Ja, ich krieg's nicht besser hin. Wohl. Versuchen wir was. Jo, damit kann ich leben. Damit kann ich wirklich leben. Jetzt müssen wir gucken, wie wir den Gürtel machen. Der Gürtel geht hier entlang und endet ja hier drin. Das hieße also, wir müssen hier anfangen, gehen da drüber und dahin. So. Das gleiche Spiel hier auch. So in etwa. Es muss so ein bisschen breiter übergehen. So in etwa, genau. Jetzt müssen wir gucken. Jetzt machen wir hier einmal. Zack. Zack. Und hier natürlich. So, und dann kommt nochmal der Hubbel hier dran. So in etwa. Was hat denn der für einen, ich glaube, einen schwarzen, oder? Ich bin mir jetzt nicht sicher. Ich glaube schon. So, jetzt kommen noch ein paar Falten rein hier. Und dann hätten wir es eigentlich soweit. Hier hat noch eine Falte, dann kommt nochmal eine Falte. Das müssen wir nochmal ausfüllen noch. Ist ja klar. Ich habe da vergessen. So. Mal auf die schnelle Art hier. Zack, zack. Zack. Wunderbar. Hier noch ein bisschen. Wupp, 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 wupp. Und dann hätten wir den guten Herrn schon. Gut, hier können wir. Ne, können wir nicht. Wir bräuchten eigentlich noch einen dunkleren Ton, aber den haben wir leider nicht. Leute, jetzt kann ich noch ein paar Falten einmalen halt. Und das war's dann aber wirklich. Hier kommt auf jeden Fall eine Falte hin. Das steht fest. Dann machen wir hier eine hin. Komm. So. Hier nochmal eine. Dann machen wir noch eine daneben. So. Und den ein bisschen weiter runter. Der ist ein bisschen blöd. Ne, der ist doof. Der ist doof. Der ist doof. Der muss weg. So. Oh, wir haben was ganz Wichtiges vergessen. Das Zeichen, was Son Goku hat. Das kann ich, glaube ich, nicht malen, Leute. Kommt nämlich ein Maler hier hin. Und natürlich viel ovaler, aber das krieg ich dann rein. Weil dann müsste ich jetzt hier den und den. Das haut nicht hin, Leute. Das lasse ich weg. Tut mir leid, aber den lasse ich weg. Ärgert mich zwar selbst. Aber ich möchte gerne auch was. Na gut, ich könnte jetzt einfach hingehen und den gelb machen und gut ist. Ach komm, wir machen den rein. Der gehört zu Son Goku dazu. Der muss rein.
Der geht ja ungefähr so. Ah, wir lassen ihn weg, komm. Lass mal weg. Besser ist es. Bevor ich mir noch was versauere hier. Muss ja nicht sein. Ja, die Falte kann man drin lassen. Die ist cool. Machen wir noch ein bisschen dünner. So, euch ebenfalls. So, da noch ein bisschen. Okay, dann machen wir halt hier eine Falte hin. Gut ist. Supp. Ja, ist okay. Gut, da ist der Son Goku soweit fertig. Da unten die Korrektur mache ich noch hier. Dirty. Die muss noch gemacht werden, dringend. So. Hier können wir noch ein Pünktchen machen. So. Aber sonst. Oh, ganz wichtig. Hier kommt noch der Schwanz hin. Ganz wichtig. Der wird dunkelbraun, glaube ich, sein. So, dann hätten wir ihn fertig soweit. Hier müsste man eigentlich noch den Stab. Oh, den Stab, genau. Der Stab, der geht ja noch hier entlang ein bisschen. Moment, das muss man noch reinmachen. Der kommt ja hier entlang. Da. Ah, ist ein bisschen dick. Ja, so. Den machen wir auch dunkel. So, da haben wir den Son Goku jetzt endlich. Mal sehen, müssen wir jetzt hier nochmal für den Stab eine Hülle bauen. Aber das reicht ja wohl. So, dann wird er jetzt der gute Herr verkauft. Der Son Goku. Oh, der sieht richtig gut aus. So, Son. Machen wir einfach nur. Reicht schon, denke ich mir mal. Halt, stopp. Den will ich mir noch runterladen. So. Falls jemand den haben möchte. Was? Schlechte Farben. Wieder mal. Och nö, das darf nicht wahr sein. Fängt das schon wieder an. Wie viel Kohle haben wir eigentlich jetzt noch? 13.000 hat er mich 22.000 gekostet. Aber bitte nimm an. Zu komplex. Oh Mann. Mann. Kann man jemand bitte das Bild abkaufen? Ich wäre zutiefst verbunden. Vielleicht die Dame? Die werte Dame vielleicht? Bide Menjiri? Menjiri? Hui! Gut, da haben wir wieder Plus. So. Wunderbar. Jetzt sind wir wieder. Ja gut, fast eigentlich wie am Anfang. Okay. Sonst haben wir hier nichts mehr. Gut. Ansonsten, Leute, bleibt mir noch eins zu sagen. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch einen Kommentar da oder ein Abo oder ein Like. Ich würde mich super darauf freuen. Man sieht sich, man hört sich, man schreibt sich. Bis zur nächsten Folge. Euer Trixi. Ciao, ciao.